Noch ist sie die Chefin und noch gebührt es ihr, die Ergebnisse zu verkünden. Das Wort hat die Bundeskanzlerin. Der noch nicht Chef muss für den Moment im Hintergrund bleiben. Den Ernst der Lage erklärt sie. Wir haben im Augenblick eine gewisse Beruhigung, aber auf einem viel zu hohen Niveau. Und deshalb waren diese Maßnahmen notwendig, heute zu beschließen. War das jetzt ein Feuerwerk der guten Ideen? Das zumindest wird auch wieder verboten, so wie letztes Jahr Silvester. Ansonsten ging es vor allem um Vereinheitlichung, 2G im Einzelhandel überall und ein quasi Lockdown für Ungeimpfte. Überall, wo nicht alle Teilnehmer geimpft und genesen sind, gilt diese Grenze, eigener Haushalt sowie höchstens 2 weitere Personen. Kinder bis zur Vollendung des 14. Jahres sind hiervon ausgenommen. Reicht das? Kommt es rechtzeitig? Die alte Regierung hatte auf die MPK gedrängt, die neue zunächst gezögert. Es gab das Gefühl, dass keiner sich so richtig zuständig fühlte. Für den Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke trügt dieses Gefühl nicht. Nach dieser Bundestagswahl, und das war der große Kardinalfehler, hatten wir es mit einem zweifachen Versagen zu tun. Die alte Regierung war bereits der Meinung, sie könne die Corona-Krise der neuen Regierung, die noch gar nicht im Amt ist, bis heute nicht, überlassen. Und die neue Regierung hat sich in ihren Koalitionsverhandlungen faktisch um die Bewältigung der Krise gar nicht gekümmert. Im Gegenteil, sie hat sogar, indem sie die epidemische Notlage von nationaler Tragweite beendet hat, faktisch den Eindruck erzeugt, die Krise wäre auch ein Stück weit bewältigt. Und das fällt ihr jetzt gewaltig auf den Fuß. Für Olaf Scholz geht es also darum, jetzt Führungsstärke zu beweisen, zu zeigen, dass er wirklich Kanzler kann. Er versucht es mit einem Appell ans Volk. Es ist wirklich wichtig und wir wissen jetzt endgültig, dass es eine Konsequenz hat, dass ein großer Teil der Bürgerinnen und Bürger sich bisher nicht durchgerungen hat, sich impfen zu lassen. Und wenn sich das jetzt ändern kann, dann wäre das sehr, sehr wichtig. Vor der Impfpflicht geht es erstmal noch um Motivation. Deshalb darf auch diese Disco wieder aufmachen, damit die, die geimpft sind, noch ein gesellschaftliches Leben haben. Erst ab einer Inzidenz von 350 bleibt der Laden zu. Hier in Hagen ist das noch 100 Punkte entfernt. Ja, damit kann ich leben, weil wir glauben, dass die Werte nicht höher gehen werden, zumindest nicht durch uns, weil unsere Kontrollen, unsere Maßnahmen hier in der Diskothek super sind. Und deswegen ist die Inzidenz auch nicht so hoch bei uns, sehr wahrscheinlich, weil wir darauf achten. Und ich bin mir sicher, dass das auch so bleiben wird. Es kommt halt drauf an, wie die vierte Welle sich weiterentwickelt. In Köln zum Beispiel müsste der Club jetzt schon geschlossen bleiben. Für die Kanzlerin war es wohl die letzte MPK, doch beendet ist die Krise damit noch lange nicht. Das muss uns alle anspornen, diese vierte Welle schnell zu brechen. Aber daran wird ja gearbeitet und auch wenn ich nicht mehr da bin, wird daran weitergearbeitet. Und das wird nicht immer angenehm werden. Noch scheint Olaf Scholz zu hoffen, dass relativ milde Mittel reichen. Sogar Fußball darf weiter geguckt werden, mit immerhin noch 15.000 Fans. Aber mal sehen, ob die Pandemie der neuen Regierung diesen Spielraum lange lassen wird. Zu den Entscheidungen von Bund und Ländern sprechen wir jetzt mit dem Vorsitzenden der sogenannten MPK. Das ist der neue NRW-Ministerpräsident von der CDU, Hendrik Wüst. Guten Abend nach Berlin. Schönen guten Abend, Frau Vogel. Herr Wüst, nach der letzten Ministerpräsidentenkonferenz habe ich Sie gefragt, ob die Beschlüsse reichen. Heute wissen wir, sie reichen nicht. Viele Menschen werden sterben. Das kann kein Beschluss von heute ändern. Hat heute einer in der Runde bei Ihnen gesagt, wir haben kostbare Zeit verschenkt? Ja, es ist in der Tat eine angespannte Situation und die Sitzungsatmosphäre trägt dem natürlich auch Rechnung. Das ist sehr ernsthaft, weil wir alle wissen, dass unsere Entscheidungen schwerwiegend sind. Auf der anderen Seite geht es auch um Leben und Tod. Lassen Sie uns ein bisschen so konkret durch die Beschlüsse gehen von heute. Impfen sollen auch Apotheker zum Beispiel. Wann geht die erste Spritze in einer Apotheke in Nordrhein-Westfalen in einen Arm? In Nordrhein-Westfalen läuft das schon länger. Wir haben ein Pilotprojekt, wo Grippeschutzimpfungen in Apotheken verabreicht werden und das funktioniert sehr gut. Ich hoffe, dass wir das jetzt auch für Corona und möglichst bundesweit umsetzen. Dann Kontaktbeschränkungen. Im Privaten dürfen sich Ungeimpfte mit maximal 2 Personen eines weiteren Haushalts treffen. Ich musste da an ein Zitat von Andy Warhol denken. Schon 3 Personen sind eine Party. Ist das für Sie denn dann noch ein Lockdown für Ungeimpfte? Ich glaube, diese Einschränkung ist ja durchaus weitgehend. Es ist ein Lockdown für Ungeimpfte, was wir gerade machen, auch mit den weitreichenden 2G-Beschränkungen, die wir jetzt zusätzlich machen. Aber jeder kann diesen Lockdown umgehen und das ist das Wichtigste an der Geschichte. Im letzten Jahr hatten wir ähnliche Regelungen, da gab es keinen Impfstoff. Jetzt gibt es einen Impfstoff. Deswegen ist diese Regelung natürlich auch ein Anreiz für alle, sich impfen zu lassen. Mhm.
Jeder kann diesen Lockdown umgehen, kann man auch ein bisschen anders nehmen. Wird das kontrolliert? Die große Frage. Ich nehme mal ein Zitat. Es wird keine Stichproben unterm Weihnachtsbaum geben. Das hat Ihr CDU-Vorgänger Armin Laschet immer und immer wieder gesagt. Gehen Sie auch so vor? Ja, unterm Weihnachtsbaum Stichproben zu machen, ist sicherlich nicht der Plan. Und trotzdem gilt der Appell, auch unterm Weihnachtsbaum sich an die Regeln zu halten, die wir heute beschlossen haben. Klingt jetzt auch so, als würde das nicht so kontrolliert. Die Großveranstaltung, es ist ein Riesenthema, das auch Sie abbekommen haben nach dem umstrittenen Spiel in Köln, das Sie erst verteidigt haben. Jetzt sagen Sie, Sie sehen das auch kritisch. Lassen Sie uns lieber in die Zukunft gucken. Samstag gibt es ein Riesenspiel in Dortmund gegen die Bayern. Da dürfen jetzt 15.000 Menschen mit 2G rein. Ist das die Zahl, die Sie sicher finden? In einem so großen Stadion wie in Dortmund werden sich 15.000 Zuschauer sehr, sehr gut verteilen. Es gilt zusätzlich eine Maskenpflicht, es gilt zusätzlich 2G. Wir haben aus den Bildern von Köln gelernt, das ist wichtig. Deswegen habe ich auch sehr schnell gesagt, so kann es nicht weitergehen. Wir setzen das 1:1 um, was wir heute besprochen und verabredet haben. Und so schaffen wir Sicherheit. Aber andere Länder machen ja Geisterspiele, die gehen weiter. Andere Länder haben teilweise eine doppelte, teilweise eine vierfache Inzidenz und haben noch bei deutlich höheren Inzidenzen als wir sie haben, noch volles Stadion gehabt. Das machen wir nicht. Wir gehen deutlich früher, wenn man sich die Inzidenzen anschaut, auf Nummer sicher. Und da bin ich auch davon überzeugt, dass das richtig ist. Viele Menschen interessiert Weihnachten und auch Silvester. Die Runde heute hat ein Böllerverbot an Silvester entschieden. Was genau heißt das für Nordrhein-Westfalen? Ja, das heißt, dass keine Feuerwerkskörper verkauft werden dürfen. Es dürfen auch keine woanders gekauften Feuerwerkskörper genutzt werden. Wir wollen nicht, dass zusätzlich zu den überlasteten Krankenhäusern auch noch Patienten mit den üblichen Feuerwerksverletzungen in die Krankenhäuser kommen. Deswegen war dieser Schritt notwendig. Jetzt sind das heute die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz. Sie nehmen das jetzt mit nach Nordrhein-Westfalen. Sowas muss eingearbeitet werden, vermute ich, in die Corona-Schutzverordnung. Ist das eine Nachtschicht? Kommt das ab morgen? Na, über Nacht wird man das nicht ordentlich machen können. Wir wollen auch sorgfältig und rechtssicher arbeiten, aber wir werden das schnell und konsequent umsetzen. Sagt Hendrik Wüst, der NRW-Ministerpräsident von der CDU. Danke Ihnen für Ihre Zeit. Danke Ihnen.